ganz, ganz tolle Position, weil ich habe schöne Aussicht und ihr müsst mich angucken. So, ja, Kamera. Da gibt es ja jetzt eben dieses Novum, dass ich eine neue habe. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich die nun toll finde oder nicht. So zum der täglichen Verwendung, in Anführungszeichen, ist er eigentlich ganz gut. Einziger Haken ist, dass die ein bisschen schwerer ist und auf dem Selfie-Stick, also Deppenzepter, gewöhnungsbedürftig. Aber gut, man ist ja stark und so. Da muss ich mich irgendwie mit arrangieren. Funktioniert ganz gut. Das Teil, was jetzt auf dem Stativ steht, ist die alte. Und mein Plan war, dass ich, wann immer ich ein Stativ verwende, lieber die alte Kamera nehme, weil für die neue habe ich bloß einen Akku, der für die gesamte Tour nach Möglichkeit reichen soll. Und Plan ist halt eben, wenn Stativ möglich, zum Beispiel abends, so wie jetzt, wenn ich angekommen bin und es mir keinen großen Umstand macht, das Ding dann ein bisschen durch die Gegend zu schleppen, dann ist das gut und dann kann man auch die alte nehmen. Da gibt es ja keine verwackelten Bilder. Und die neue sollte, so die Theorie, aber das wissen wir jetzt ohnehin alle schon. Ihr habt schon gesehen, ich habe schon gesehen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ihr hört, dass ich euch das sage, werde ich es gesehen haben. Aktuell habe ich es ja noch nicht. jedenfalls, ja, dann wissen wir Bescheid, ob das Teil was taugt. So viel zum Thema Kamera. Ich mache dazu vielleicht mal noch irgendwie meine Meinung sagen in einem separaten Video. Aber das wäre zum Beispiel einer der neuen Ausrüstungsgegenstände, die ich dabei habe. Dann das mit dem Rucksack hatte ich euch erzählt. Den zeige ich euch dann auch in der Nachbesprechung daheim ein bisschen detaillierter. Wie ich das Teil packe, werdet ihr morgen früh zu sehen kriegen. Ich zeige jetzt kein großartiges Auspackvideo für heute Abend. Das wäre ja Schwachsinn. Und dann habe ich noch als dritten und vorletzten neuen Ausrüstungsgegenstand eine sehr kurze, sehr günstige mit 25 Euro selbst aufblasende Isomatte, weil das Teil war mit 25 Euro wirklich billig und da will ich jetzt einfach mal testen, ob das was taugt. Wenn es nach 5 Nächten kaputt ist, dann habe ich pro Nacht 5 Euro gezahlt. Das ist meiner Meinung nach immer noch recht teuer, aber dann sterbe ich nicht dran. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe trotzdem noch die BW Mehrzweckunterlage, also meine Standard-Isomatte in Anführungszeichen dabei, weil diese andere Matte, die werdet ihr dann auch zu sehen bekommen, die ist halt super kurz. Das heißt, da passt der Oberkörper drauf und wahlweise noch der Kopf. Oder der Arsch. Das kann man sich dann aussuchen. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht kriegen kleinere Personen noch beides unter. Bei mir kriege ich nicht beide wesentlichen Körperteile mit Backen ganz drauf untergebracht. Ha! Der war gut. Nein. So, ansonsten hocke ich hier jetzt auf der Hornisgrinde. Ich mache gleich noch ein paar schöne Aufnahmen, wie es hier ausschaut. Und Plan ist jetzt, dass ich jetzt noch warte, bis die Sonne fast hinter den Vogesen verschwunden ist. Sie nähert sich diesen unaufhaltsam. Ich schätze mal, dass ich noch so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, jetzt ist Viertel vor acht, also bis halb neun auf jeden Fall genügend Licht haben werde, um damit zu hantieren. Und wenn es dunkel ist, bis dahin wäre es schön, wenn meine Plane hängt, da wo sie hingehört. Das ist eine sehr simple Sache, sehr simpler Aufbau heute. Zeige ich euch dann nachher auch. Das werde ich überhaupt nicht viel Zeit für brauchen. Und was gibt es denn sonst noch zu sagen? Machen wir einen kurzen Schnitt. Vielleicht ein paar Dinge zur Hornisgrinde allgemein. Ich habe ja schon erwähnt gehabt, das ist der höchste Gipfel Badens. Genau genommen ist es damit auch der höchste Gipfel Baden-Württembergs. Denn Baden ist, glaube ich, 7 Meter höher als Württemberg. Ha! Denn der Dreifürstenstein, der ist hier quasi ein paar hundert Meter weiter. Und das wäre dann der höchste Punkt Schwabens. Gleichzeitig auch ein Punkt Badens. Der heißt nicht umsonst Dreifürstenstein. Da kommen die drei Fürstentümer, wenn man so möchte, die Markgenossenschaft Baden, das sind wir, die richtige Seite vom Schwarzwald, dann das Herzogtum Straßburg, weiß nicht mehr genau, was das jetzt genau exakt gewesen ist, Straßburg, für eine Regierungsform, Königreich auch nicht, oh, das seht ihr morgen, obwohl, nee, da komme ich gar nicht vorbei, da muss ich es euch jetzt erzählen.
dann werde ich es leider nie erfahren. Außer ich lese es nach und schreibe es unten hin. Aber da ich faul bin, ist das eher unwahrscheinlich. Und jedenfalls dann das Herzogtum Württemberg. Das ist wirklich ein Herzogtum. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und diese drei Dinger treffen sich an einem Punkt beim Dreifürstenstein und haben da quasi ihre gemeinsame Grenze. Und damit ist das halt auch der höchste Punkt von Schwaben. Der Schwaben allerdings nur zu einem Drittel gehört. Nichtsdestotrotz, dieses eine Drittel ist schwäbisch. Schweinerei. Ich möchte an dieser Stelle übrigens anmerken, dass ich keinerlei Probleme mit Schwaben habe. Das ist nur so ein alter Running Gag. Und in meinem Fall ist es eher eine lieb gemeinte Konkurrenz als echte Feindschaft zwischen uns. Jawohl. Ja, sonst Hornisgrinde. Das Ding ist 1163 Meter hoch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So ungefähr. Und wurde ganz lange militärisch genutzt. Ich habe hier oben schon mal ein Video gedreht. Das war, glaube ich, mein zweites, das ich insgesamt gedreht habe. Und das war scheiße. Beziehungsweise da habe ich gleich versucht, die komplette Natur in einem Video zu erklären, mit dem Erfolg, dass ich 2 Stunden gelabert habe und hinterher kein roter Faden erkennbar war. Jawohl. Außerdem war zu viel Wind und man hat mich irgendwie nicht verstanden. Deshalb mache ich das jetzt nicht nochmal, nein. Aber sowas in der Richtung ist in Vorbereitung. Keine Ahnung, wann ich damit fertig werde. Das ist nämlich schon ein gewisses Mammutprojekt. Naja, es gibt hier einen Haufen Türme. Einen stelle ich mich gleich drauf, weil netterweise waren die so freundlich und haben hier einen Ben-tauglichen Turm gebaut, also nicht zu hoch, dass sich ein Ben noch drauf trauen kann und mit ausreichend Aussicht, dass der Ben den toll findet. Und was gibt's noch? Es gibt noch einen sehr hohen Aussichtsturm, spaßeshalber. Das ist der da hinten. Mal gucken, ob man den sieht. Ja, da hinten sieht man ihn. Neck, das ist er. Ich glaube, da komme ich aber morgen nochmal vorbei und zeige euch den vielleicht nochmal im Vorbeigehen. Also da kann man theoretisch hoch, um diese Uhrzeit natürlich auch nicht mehr, weil meine Hoffnung ist ja, dass dann demnächst die Uhrzeit gekommen sein wird, in der ich der Einzige weit und breit auf diesem Berg bin, was ein unglaublich tolles Erlebnis ist, weshalb ich mich auch entschieden habe, jetzt hier oben zu nächtigen. Möchte nochmal betonen, darf man eigentlich nicht. Ich habe es mal erlaubt bekommen. Und die Stelle, wo ich denke, das zu tun, ist dafür doch so sehr geeignet, dass ich keinerlei Schaden an der Natur anrichte. So, Feuer mache ich natürlich selbstverständlich keins. Also das geht zu weit. Wenn ich jetzt hier schon penne, ist das schon schlimm genug. Aber Feuer kommt nicht in die Tüte. Gut. Ja, was bin ich denn heute gelaufen? Ich glaube, das müssten jetzt ungefähr 21,5 Kilometer gewesen sein. Das kommt natürlich darauf an, auf welcher Karte man nachguckt. Ja, das kommt ungefähr hin. Also zumindest laut meinem Buch. Ich habe inzwischen auch mein altes Westweg-Wanderbüchlein rausgesucht. Ist manchmal etwas demotivierend. Allein schon der Titel von diesem Buch, ich zeige es euch nachher mal, ich habe es jetzt woanders liegen, habe mich jetzt mehr oder weniger über den gesamten Gipfel verteilt, lautet Westweg. Wandern ohne Gepäck. Witzig. Man kann theoretisch nämlich von Hotel zu Hotel, wenn man dann wirklich in den Dingern pennt, sich sein Gepäck jeweils vorschicken lassen für vergleichsweise wenig Geld und muss dann wirklich bloß noch ein kleines Tagesrucksäckchen mit was zu trinken mitnehmen. Nicht mal was zu essen bräuchte man, weil es auf jeder Etappe irgendeine Einkehrmöglichkeit gibt. Wer also einen Geldscheißer hat, der kann den Westweg auch so wandern. Und abgesehen davon, selbst wenn ich einen Geldscheißer hätte, das wäre doch viel zu einfach. Also lieber mit Schmerzen, mit verspannten Schultern und ich meine, wenn man mal eine Frau braucht zum einen Massieren, hat man keine. Gemeinheit. Ja, und Krampf im Bein. Aua, aua. 1200 Höhenmeter habe ich jetzt, glaube ich, ungefähr bis hier oben gemacht. Natürlich geht das nicht, wenn die Hornisgrinde noch nicht mal 1200 Meter hoch ist. Aber man läuft ja zwischendrin immer mal wieder irgendwo runter und dann wieder woanders hoch. Und damit kommt man dann auch auf 1200 Höhenmeter. Insgesamt ging diese Etappe sehr viel hoch,
sehr wenig runter und war jetzt in meinem Fall, ja, habe ich schon gesagt, 21,5 Kilometer eben. Die Kilometer sind nicht das Problem sind eher die Höhenmeter, weil wenn es hochgeht, wobei ich es ganz angenehm finde, dass es immer in Intervallen hochgeht. Es geht am Anfang sausteil hoch, von Forbach aus dem Murgtal raus, quasi das, was ich mühsam runtergestapft bin, bei der letzten Folge von der ersten Staffel. Und ja, das musste ich dann auf der anderen Seite wieder nuff, bis eben zu dieser tollen Hütte, von der ich so begeistert war. Ihr werdet euch hoffentlich erinnern, ist noch nicht so lange her. Und ab da ging es dann eigentlich relativ eben. Dann ging es wieder ein starkes Stückchen hoch bis zum Herrenwieser See. Das ist das Ding mit dem goldenen Strohhalm, der sich da in den Klamotten von dem Bauern, der die Nixe heimbegleitet hat, verfangen hat. Und ab da dann wieder ein Stückchen hoch, dann ist man irgendwann mal auf der Badener Höhe. Ab da geht es dann relativ moderat zu, bis man dann nochmal auf den Hochkopf muss. Das war das, wo das schöne Fastmoor oben gewesen ist. Hier hinten haben wir übrigens ein richtiges. Und dann geht es wieder runter, um dann erfolgreich komplett bis zur Hornisgrinde hochzusteigen, was ein steiniger, für trittsicherheitstechnisch völlig ungeübte, nicht ganz einfacher und sehr steiler Weg ist. Dazwischen gibt es den alten Ochsenstall, der verkauft Getränke, Gulaschsuppe, Wiener Würstchen oder Bockwurst, so Sachen. Vielleicht haben die auch eine Currywurst, weiß ich nicht. Hab die Speisekarte nicht so intensiv verfolgt. Größtenteils so irgendwelche Eintöpfe und Suppen. Also Erbseneintopf, Linseneintopf, so ein Zeugs. Hab da ganz fieserweise und total an meiner sonstigen Gewohnheit vorbei kurz Rast gemacht und eine Spezi getrunken. Was gut ist, weil Zucker hilft. Das braune Wasser, was ich sonst dabei habe, ist nämlich schon alle. ja, jetzt gehe ich mal zu meinem Lager und zeige euch das. Hab gerade beschlossen, ich muss noch was erzählen. Selbstverständlich fliegt in dem Moment mal wieder ein blöder Flieger vorbei. Folgendes, Hornisgrinde hat noch eine ganz tolle Besonderheit, mal abgesehen von dem tollen Hochmoor und den Resten von dieser ganzen Militärstruktur, die hier oben mal gewesen ist. Nämlich, das Teil hat das atlantische Fenster. Also wenn man jetzt mal nach hier guckt, sieht man es zwar nicht, es ist aber trotzdem da. Es gibt nämlich einen Korridor zwischen den Vogesen und dem Pfälzer Wald. Die Vogesen hören ja irgendwann auf und bevor der Pfälzer Wald anfängt, ist da ein Loch in der Bergkette sozusagen. Und wie es der Zufall will, gibt es in direkter Verbindung des Gipfels der Hornisgrinde durch dieses Loch bis hin zum Atlantik den transatlantischen Korridor, der quasi keine höhere Erhebung zwischen eben Atlantik und Hornisgrinde hat. Soll heißen, wenn eine Wolke am Atlantik aufsteigt und in das Landesinnere unterwegs ist, was Wolken für gewöhnlich tun, das Wetter kommt ja meistens vom Westen, dann ist das erste Hindernis, auf das diese Wolke trifft, was dazu führt, dass sie abregnet, die Hornisgrinde. Die Hornisgrinde ist damit also mit, ich glaube, ein bisschen über 2000 mm Jahresniederschlag der nasseste Ort Deutschlands, jenseits der Küste und außerhalb der Alpen. Mit Abstand. Also da sind schon, ich glaube, 200 mm zwischen Hornisgrinde und so einem Ort wie dem Brocken zum Beispiel. Brocken denkt man immer, dass der so krass ist. Ist er aber gar nicht, Edge. Die Hornisgrinde ist viel krasser. Das wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. Oh, und wenn man die Amis nicht leiden kann und ganz weit pinkeln kann, dann kann man hier bis nach Amerika. Man muss nur die Erdkrümmung mit einkalkulieren. Den Gedanken hatte ich schon so oft, dass ich hier oben war. Ach ja.